Am nächsten Morgen. Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX. Alles unverändert. Ich sehe immer noch wie ein Bisasam aus. Doch warum wurde ich zu einem Pokémon? Ich verstehe es nicht. Ach ja, dieses Pokémon. Ich glaube, es hieß David, oder? Wir hatten beschlossen, ihn in sein Retterteam zu bilden. Was David wohl gerade macht? Ich soll mal rausgehen und nachschauen. Let's go. Wie einfach auf dem Weg pennt wie so ein Obdachloser. Wo genau pennt der eigentlich? Weil das, in dem Haus wohnt ja kein anderer bei uns. Wo genau schläft er? Huch, oh nein. Sorry, ich war so aufgeregt, dass ich hier seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe. Da muss ich wohl irgendwie eingeschlafen sein. Wer steht mit dem Sonnenaufgang auf? Krank. Krank sowas. Krank bist du. Krank. Aber egal. Heute ist unser erster Tag als Retterteam. Geben wir unser Bestes. Wobei, wir haben ja noch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir etwas im Briefkasten. Da wird schon in den Briefkasten. Der Briefkasten erhält ein relativ starres Set. Wusste ich's doch. Das ist ein relativ starres Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Damit öffnen das relativ starres Set. Damit öffnet sich ein Retterorden. So wie in seiner Box. Außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Klasse. Da haben wir ein paar wirklich nützliche Sachen bekommen. Hier wird zunächst den Retterorden. Den Beweis, dass wir ein Retterteam sind. Das ist eine Sammelbox. Dort können wir Items reintun, die wir in Dungeons finden. Nehmen wir gleich mal die Items rein, die uns Matt gegeben hat. Items sind äußerst nützlich. Wir sollten auf Abenteuern also immer welche dabei haben. Und hier hätten wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Da sind viele nützliche Infos für Retterteams drin. Lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten und später mal reinlesen. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir auch nichts übersehen? Da ist schon im Briefkasten. Doch der Briefkasten ist leer. Ba, 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 bam. Schade, sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Wo es weiß doch keiner von uns. Wir fangen ja gerade erst an. Ha. Oh, was kann das wohl sein? Funk. Vielleicht ist das ja. Peil sie doch mal im Briefkasten nach. Vielleicht ist es ja ein Rettungsauftrag. Was steht drin? Peil liest den Brief. Piep, piep. Maupi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Manitilo stecken in Schwierigkeiten. Eine seltsame elektromagnetische Welle floss durch einen Dungeon. Piep, piep. Sie wählte, dass sich zwei Manitilo miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um einen Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte helft uns, piep, piep. Mein Freund Magnetilo. Was meinst du, wollen wir es versuchen? Ja klar, Mann. Easy. Lass dich einstellen. Geben wir unser Bestes. Hey, Hype. Donnerhallhöhle. Oh, da seid ihr ja. Bzzzt. Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Bzzzt. Müssen auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Piep, bzzzt, piep. Immer solche Roboterstimmen bei Videospielen immer dieses Beep Beep. Das ist unfassbar cool. So, mal schauen, was wir dann so an wilden Pokémon treffen. Neige L-Einrichtung, Richtung, wenn du B gedrückt hast, um zu sprinten. Aber wie ich schon gesehen habe, verbraucht es, glaube ich, mehr Ausdauer. Und ich keinen Bock habe, hier noch fett zu werden im Dungeon. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt. Der Magen leer, da ist ein Apfel. Um ihn wieder zu füllen, ist der Magen völlig leer, sind mit jeder Hand und eine KP. Drücke B, um deine Sammelbox zu öffnen. Das geht schneller als zuerst X zu drücken, um das Menü zu öffnen. Da ist ein Radfratz. Dann können wir gleich mit Samenbomben mithacken. Und verfehlen. Ganz stark. Oder ja. Klar. Dann walken wir mal schön durch den Dungeon durch hier. Da hat er das Item Siegelbeere aufgelesen. Und den Samenbox verschaut. Da ist ein Voltobal. Sambomben, go. Fängt er nicht, easy. Sambomben ist halt so krank schon so früh. Ist ja echt nice irgendwie. Na, Höhle U2. So. Da unten sehen wir schon zwei Gegner direkt nebeneinander.
Und die pennen da beide. Oder wir pusten einfach beide nacheinander um. Zusammenbomben. Oder verfehlen einfach. Schwammbad. Hunenschlag, okay. Lassen wir mal vorgegeben, was machen. Glut, nice. Das wäre jetzt auch schön mit dem Ranking hinterher. Fertig. Der Ecke drückt und lange L in eine Richtung, um die Kleine zu bewegen. Was ich ein bisschen schade finde, ich glaube, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, jetzt quasi alles, bei den kompletten ersten Dungeons jetzt erstmal so als Tutorial aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen PMD-Teilen auch so war, nur hier fällt es jetzt bisher auf, eben weil man immer wieder diese neuen Tipps bekommt. Und sie haben halt alle plötzlich zufällig halt genauso liegen. Und ich glaube, ich habe ja auch schon einen anderen Spielstand. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle da auch schon so gelegen sind, aber ja. Macht man nix. Dafür wird es dann später irgendwann interessanter, wenn die dann alle einzeln sind. Easy gekrittet. Wollte Glut, go. So, hier ist Yelp. Dann kommen wir in einem dann noch einem. Ja, Wunderfelder halt, ne? Wo man dann wieder damit weggeheilt wird. Kratzer, denke ich, easy. Tackle, go. Also nebenbei, der WT-Draft ist durch. Seit gestern. Ich habe es eigentlich in das Video. Ich habe vergessen, den Trailer hochzuladen, fällt mir wieder auf. Man weiß ja immer, wie unfassbar pünktlich ich hochlade und so. Ja, ne? Auf jeden Fall, UET fängt an, demnächst und dann wahrscheinlich auch irgendwann die Teamvorstellung. Eben der Draft ist durch. Ich finde mein Team sehr geil. Folglich, jo. Ach, das ging ja auch noch. Man kann ja quasi in dem Teil hier die Team-Anführer switchen, aber ja. Ne, auf jeden Fall. UET, Teamvorstellung kommt demnächst. Das ist ein Elekid, weil ich gerade so spät gesehen habe. Sambum, go. Level up. Für Folge. Überall plus 1 außer im Spezialangriff. Nice. Rauchwolke wieder. Da will ich doch schon was lernen, okay. Aber ich finde auch heute sich jetzt wirklich lohnt hier. Ich glaube, der ist der Rest noch zu gut gerade. So, ist eine Sinnelbeere. Ja, so. Ist wie gesagt ein bisschen schwierig, wenn man eben hier in die Show jetzt hält, ein bisschen verzögert ist. So, den haben wir. Hau den mal weg, bitte. Ach, müssen wir jetzt auch, teilweise kann es auch passieren, dass man zweimal hittet, innerhalb von einem Angriff quasi. Was ganz praktisch sein kann, vor allem wenn man was auch sehr effektiv trifft und sowas, dass es halt dann instant weg ist. Sollte man mit Ranger angreifen, fällt mir wieder auf. Aber ich glaube, vorerst sind wir mit unseren beiden Moves jetzt mal echt gut bedient. Ich glaube, arg viel Neues brauchen wir da jetzt auch aktuell noch nicht. Wir haben beide was auf Range, er hat sogar zwei auf Range. Wir haben zwei Moves, die gut reinhauen. Und wir können auch die meisten Pokémon schon damit treffen. Jetzt wieder so eine Sache. Eine Sache, die ja in dem PMD-Teil neu ist, die, was mich auch schon ein bisschen gestört hat, kann man eben aber auch nichts machen, dass man jetzt nicht mehr die normalen Angriffe hat. Vor allem, wenn der Gegner in Range ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Angriff hast, mit dem man jemanden den Gegner trifft, wenn auch ein Feld dazwischen ist. Kann man nicht mehr diesen neutralen Angriff machen, den es ja sonst immer gab. Ganz kurz. Kann nicht mehr diesen neutralen Angriff machen, sondern dann führt der automatische Attacke auf, die auf Range geht, in dem Fall so Rankenhieb. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber ja. So, Egelsamen. Wie funktionieren Egelsammeln hier? Wird eine Weile aufgehoben. Ja, ich würde es tatsächlich sogar mitnehmen, aber ich wüsste ja nicht wofür. Brauche ich Tackle unbedingt? Ich glaube eigentlich nicht.
besser. Dafür dann auch mal einen Move zu haben, mit dem man mal ein bisschen reinhauen kann, ist halt echt ganz cool. So, da ist ein Pokédollar. Und sonst ist nichts mehr. Dann war doch mal eine Runde. Vielleicht müssen wir gleich schon Apfel reinfuden. Wobei, U6 dieses Jahr, folglich. Nächste Stockwerk sind wir dann schon da. Ja, heul eine Runde. Da wäre natürlich wieder ein normaler Gefood, aber ja, schon mal reicht. Somit Folge. Meine ich ja. So, da haben wir jetzt noch einen Apfel. Aber übel, ob ich dann vielleicht noch im Nachhinein vielleicht noch die anderen Teile bringen hier mal auf dem Channel. Weil eben PMD, wie vorhin schon gesagt, einer meiner Lieblings Spielereien ist. Könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen in den Kommentaren zu äußern. Ja. Vielleicht dann zum Spiel. Ich könnte theoretisch alle aufnehmen, weil eben die Teile, die. Weil das ist ja quasi. Oh, ja, okay, machen wir erstmal das hier. Oh, da sind sie ja. Bringen wir sie hier raus. Also, ich könnte quasi alle aufnehmen, weil ich auf meiner Wii U PMD-Himmel habe. Vor ich könnte ich das dann. Hier auf dem PC dann aufnehmen, meine Elgato. Und die beiden 3DS-Teile kann man auch über Citra aufnehmen. Ja. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Helden. Danke. Psst, psst. Das ist ein großer Apfel. Das ist einem Sinebär erhalten. Das ist 650 Pokémon, oder? Was kriegt man denn hier an Geld, Alter? Krank. Ich bin echt froh, dass die Rettung heute erfolgreich verlaufen ist. Das war also unser erstes richtiges Opfer als Retterteam. Ich bin ganz schön angespannt. Ich kann nicht mehr reden. Ich war schon angespannt und nervös. Es hat ganz schön geschlaucht. Ich gehe jetzt mal nach Hause und ruhe auf mich aus. Wo genau pennt der? Wie schon gesagt. Wo bin ich? Ist das etwa ein Traum? Hoch, da ist jemand. Wer mag das bloß sein? Will jemand den nicht kennen? Hm? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach, was soll's? Auch zu meinen Rettungstaten. Mal schauen, was heute im Briefkasten steckt. Yay! Ist was drin sogar? Ups, lass mal ordentlich vorbeilaufen. Vielleicht schon in den Briefkasten. Doch, da ist kein Auftrag für das Retterteam. Guten Morgen, Patrick. Du bist auch früh auf den Beinen. Oh, ich sehe, du hast bereits im Briefkasten nachgeschaut. Und was ist interessant in der Post? Neue Rettungsaufträge zum Beispiel? Nö. Was, sind keine Aufträge gekommen? Das dachte ich mir fast schon. Schließlich haben wir ja gerade erst angefangen. Halb so wild, wollen wir zum Pokémon-Platz gehen? Am Ende bei der Pilipper-Post finden wir bestimmt einige Rettungsaufträge. Der Pokémon-Platz ist dort drüben, komm, gehen wir. Ich werde einlaufen, Mann ey. Hier ist der Pokémon-Platz. Da ist der Kettion-Laden. Kannst du Items kaufen und verkaufen. Das ist diese Billigcard-Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Hier hätten wir den Schlupo-Kling, wo Schlupo Attacken für dich kombiniert. Wie? Was kombinieren heißt? Und wenn du Attacken kombinierst, kannst du sie gleichzeitig einsetzen. Wenn du mehr erfahren möchtest, sollst du unbedingt Schlupo selbst fragen. Das ist ein Gamma-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hast du wichtige Items, sollst du hier lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Da fallen mir außerdem noch das Makuhita Jojo. Hier hinten kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Na, was sagst du dazu? Hier findet man jede Menge nützlicher Läden, was? Hier ist doch die Pilipper-Post. Folge einfach dem Weg, um hinzukommen. Wir bekommen dort bestimmt Infos zu Rettungsaufträgen. Kannst du zunächst zur Pilipper-Post gehen?
Und ich will einfach mal hier ein bisschen den Platz erkunden, glaube ich. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Als Angst sind viele Pokémon wieder aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Vor kurzer Zeit gab es einen Schlimmwaldbrand, ganz sicherlich. Zum Glück wurden Turtok und Imperators Feuerstelle löschen. Wenn wir etwas wieder gekommen wären, wäre es übel geendet. OB, Knopf Insa. Bibel. Und ich bin überpasst. Ich bin überpasst ist. Immer geradeaus von hier. Ich hier vor einem Kappen kann sich nicht verfehlen. Ach, der Übermeck hier. Welser, der sich da an seinem Teich chillt. Ich hörte, es haben sich eine Erdrisse aufgetan, die alle in Gefahr bringen. Mal würde ich große Sorgen. Was ist nur, wenn Kinder in solche Spalten fallen? Allgemein, wenn der oben reinfällt, Alter. So eine Erdspalte ist ja nicht nur so ein Meter, das ist ja. Erdspalten gehen ja schon ein bisschen tiefer. Ah, ich liebe die Grafik in dem Spiel, das ist so schön. So, wir kommen im Kanal, aber wir können nicht behilflich sein. Jo, ich will auch mal ein bisschen was lagern. Wenn ich mal unsere komplette Lager-Dinger hier mitnehmen müssen. So, ich würde mal sagen, packen wir mal 1, 2, 3 Äpfel darin. Und den großen Apfel auch noch. Top-Eater. 3 Singelbeeren. Ja, und einen Belebersamen, weil wir die aktuell eigentlich noch nicht brauchen. Ah, safe, war das für dich. Ich werde ja gut darauf Acht geben. Warum nicht 9? Bin so unlustig. Ja, wenn wir mal schauen, wir haben ja schon ein bisschen Geld angesammelt, was man hier so findet. Vor allem hier, das Recht ist ja, Rechtkriegdegang ist ja eigentlich immer für TMs da. Hat er auch schon. Ist hier irgendwas Nitro-Ladung hin? Weil theoretisch, das kann Feurige dann lernen. Was macht denn Nitro-Ladung und so? Okay, ist aber nur das Tempo erhöht. So, die ganzen Moves können wir eh nicht lernen. Und hier Strauchler. Ja, also umso größer ausfällt. Ach, das ist ja. Klar, kurz. Je schwer der Gegner ist, aber ja. Alter, wir haben eh noch nicht groß mit schweren Gegnern zu tun und da reicht Samenbaum normalerweise auch aus, wenn man Schauder benutzen würde. Hier ist eine nicht so billig hat Bank. Schlupperklingen können man theoretisch auch anschauen, aber ich glaube, wir haben aktuell noch nicht wirklich Moves, bei denen sich lohnen will, wenn man da zu Schlupperk geht. Deswegen. Ja. Meins Dojo, weil der Part hier ist schon ein bisschen, für schon etwa, ich will die auch nicht zu lang machen, meistens so ein Dungeon oder so. Folglich können wir mal schauen, was hier im Dojo abgeht. Es ist ein Makuhita Dojo, das ist ein Makuhita Dojo. Ja, du trainierst, desto stärker wirst du. In Sie-Training absolvieren. Okay, wir brauchen anscheinend Tickets hier. Wo Training absolvieren? Pokémon wegschieben. Mir auch Items für LOL. Machen wir das mal, wenn wir da direkt in Sieg-Tickets dann bekommen. Für. Weißt du, weil es das Training ja meistens so, also irgendwie gegen spezielle Typen oder so gekämpft hast. Das würde soweit ich es noch kennen. Wenn wir mit dem einen Training. Das Training einfach abzuschließen, muss die Treppe erreichen. Dann hast du mir jetzt den Weg nach rechts. Und dein Item auf dem Boden. Da ist eine Siebenbeere. Hebe sie auf, wenn du über sie rüberläufst. So, jetzt hast du das Item Isinebär erhalten. Hier noch ein Stück weiter. Eine Springfalle. Eine Springfalle, du hast eine KP verloren. In so einem Fall sitzt du am besten, dass die Isinebär eine, die du gefunden hast. Öffne jetzt die Sammelbox, indem du kurz auf B gehst. In der Sammelbox findest du die eben auf diesen Isinebär. Lass sie dir schmecken. Let's Food, Löde. Wir sind jetzt eigentlich Level 5. Genau, wenn du eine Seelenbeere isst, werden deine KP nämlich wiederhergestellt. Geh dann weiter. Ein Apple. Heb ihn auf. Was sind die Apfel geschnappt? Cool, los weiter geht's. Hungerfalle. Warte, du bist hungrig. Ja, ich bin immer hungrig, Alter. Eine Hungerfalle. Auf einmal knurrt ganz furchtbar der Magen. Wenn sich dein Magen geleert hat, erlässt du bei mir wegen Schaden. Also ist wieder Rasse ein Apfel, als sie mir die Sammelbox öffnet. Drück einfach auf B. Oder ich gehe ins Menü. Was nicht geht. Auch gut. Apple. Patrick. So. Apfel gefoodet, easy. Wenn ein Apfel ist, fühlt sich der Magen. Los, weiter geht's. Okay, das war jetzt alles, oder wie? Was überreicht? Bin schon da. Alter. Du hast das Training geschafft. Wenn du jetzt eins einsetzen möchtest, drücke B und öffne die Sammelbox. Räume dir diese nützliche Info gut ein. Ja, wenn man dafür jetzt eins bekommt, kann man das ja easy mal machen.
Großartig, bitte sehr, deine Belohnung. 3 Intensivtickets. Willst du weiter trainieren? Jo, easy. Was gibt's denn noch so? Das ist Belebersamen und ich weiß aktuell nicht, was der Unterschied zwischen normalen Belebersamen und Mini-Belebersamen ist. Folglich will ich jetzt das mal machen, das Training. Einfach nur, weil ich nachlesen will, was der Unterschied zwischen beiden ist. Wenn wir nur mit dem Sprint-Training. Setzt auf einem geraden Weg wie diesem Sprint einkommen, sonst schon voran. Dann sprint in Lobete Hotels und L Nikes. Probier's mal aus. Ja, mach ich doch. Wo ist er? Dann sprinte, Mann. Wo ist er? Viermal auf jeden Fall Sprint. Leute, Training. Sehr glückwunsch, hat das Training erfolgreich abgeschlossen. Jetzt auf einem geraden Weg, wie diesen Sprint einkommst, ganz schnell voran. Kannst Sprint, indem du B gedrückt hältst und L nice, weil es dir gut ein. Nö, will ich nicht. So, geschafft, Glückwunsch, du hast großartig und so weiter. Bitte seine Belohnung. 3 Belebersamen erhalten. Nee, welche Sache schon, was der Unterschied ist. Okay, intensivtiger. Ich hoffe, dass es so effektiv wird, das Training sein. So, wir wählen mal aus. Ja, intensivtiger. Aber hier, da kannst du schon zwei Tage von Training lernen, was soll es sein? Oh, jetzt gehen wir auf Pflanzentraining, Alter. Wenn da jetzt irgendwie Pflanzen-Pokémon kommen oder so, können wir denen mal easy so einen Schlammer in die Fresse geben. Dann ist es 5 Sekunden, viel LP gibt's, okay. Sandbomb, go. So, wenn wir so viel trainieren, wenn wir viel gehen, wenn wir mich besiegen. Okay, lass mal los. So. Upsa, fuck. Ja, wichtig. Fuck. Anhieb. So. Weiter. Bei den Jungen weg! Bei den weg! Nein! Ja, einfach Mist, der Junge! Das ist Sekunde, Alter. Easy. Das ist effektiv. Krebsdorfs besiegt, ja. Levelaufstieg. Nice, kann man ja leveln wie sonst was. Vor allem auf 10. Was? Ist ja mal komplett OP. Ja, aber das wäre irgendwie ein Blöd, wenn wir jetzt so weit vor Folge sind. Vielleicht machen wir aus dem jetzt auch noch kurz. Aber danach muss man das erstmal nicht. Weil ich glaube, Training. Ich glaube mal mit Teammitgliedern machen, wenn die mal nicht mehr so ganz am Bienen sind. So, okay. Drucktraining, lass mal bitte. Nein, ich will nicht Doppelkick. Oh, das reicht, okay. Fassade wollte ich auch nicht. Ich muss. Also auf B ist Glut. Warum sind die alle da oben, lol? Glut. 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 Nochmal Glut. So, mal schauen, was wir jetzt hier so an Level reinbekommen haben. Auch Level, okay, also 3 Level machen wir meistens gut. Jetzt bin ich noch stärker. Okay. Wer hat das Training geschafft? Du kannst stolz auf dich sein. Möchtest du weiter trainieren? Nein, das ist ja mein Combat-OP. Holy. Okay, wenn du dabei bist, um dich etwas zu stehlen. So, dann können wir jetzt mal schauen. Sammelbox haben wir so. Belebersamen. Ah, okay, der Magen und die AP werden auch wieder aufgeführt. Das ist der Unterschied zum normalen zum Mini-Belebersamen dann also. Und damit wir ihn nicht verlieren, gehen wir kurz zum Lager. Lagern die. Und dann gehen wir noch kurz zur Pilgerpause. Ich glaube, dann haben wir es auch schon für den heutigen Part dann. Ich tick jetzt. Ja. Die 4 Sachen legen wir mal ab. Sonst nicht so.
Dann gehen wir mal rüber zur. Oh, Bisam rennt sehr niedlich, muss man schon sagen. Das Gebäude hat alles die Pilbe passt. Wir werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Hier ist das Infobrett da. Da werden Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir es uns mal ansehen? Infobrett. Infobrett Pit, lol. Jo, nehmen wir mal. Nehmen wir mal alle mit, würde ich sagen. Sperrbandana, Spiralstrimmband, Passivbeere. Muss irgendwas bisschen. Muss nur Sachen mitbringen. Talasam, okay. Ja, Bankorb, okay. Nehmen wir mal alle mit. Was? Hast du alle Aushänge gesehen? Wenn du zu einer Rettung aufbringen willst, musst du einfach den Auftrag annehmen und in den Dungeon gehen, der im Auftrag angegeben ist. Wir einfach den Pfad von der Basis nach Süden, um zu den Dungeons zu gelangen. Jo, können wir mal gleich machen, bis wir im nächsten Part. Wenn wir noch Anfänger sind, sollen wir uns an die Aufträge hier am Infobrett halten. Und mit dem Auftrag wird unser Team bekannter werden. Wir bekommen mit Sicherheit auch Rettungsaufträge mit der Post. Dann spielen wir mal zurück, weil ich kurz was schauen will. Denn. Ah, oh, okay. So, dann geht es da entlang. Denn. Dann ist ein Auftrag. Denn. Langer. Expansion-Bogen. Denn das wollte ich gerade schauen hier mit den. Mit diesen Dungeons, wo es eben extra. Wo eben noch diese extra Chest ist. Weil aus diesen Boxen da. Kriegt man halt nochmal extra, extra Items. Und da können zum Beispiel auch TMs und sowas rauskommen. Was dann halt echt praktisch sein kann. Aber, ich würde erstmal sagen, schauen wir erstmal nach vorne. So, Folge, komm ran. Hallo, ich will. So, okay, bleib jetzt mal stehen, Folge. Hallo, dreh dich nicht zu mir. So. Oh, machen wir es. Schauen wir uns einfach hier hin. So. Folge will sich eh nicht umdrehen. Okay, jetzt probier's sogar. So. Das würde ich dann sagen. Dann würde ich sagen, was ist mit dem zweiten Teil von. Und mit dem zweiten Part von Pokémon Mystery Dungeon? Rettungsteam DX. Titel und so. Bis zur nächsten Folge. Und ja. Lasst ein Like da. Ciao.